Kette. Ich glaube sogar immer noch dieselbe Kette mit der Erdresistenz. Aber ich bin immer noch nicht überzeugt, dass unsere Klerikerin Kette tragen sollte. Also dafür spricht, wir haben schon zwei Liederklassen und wenn wir jetzt sonst super tolle Ketten finden würden, würde sie nicht tragen. Und so ein bisschen Auswahl, was Rüstung angeht, ist da ganz praktisch. Dass dann wirklich alles, was man findet, vor allem auf Artefaktstufe später, auch von irgendjemandem getragen werden kann. Genauso eigentlich wie bei Waffen. Aber wir haben nur einen Nahkämpfer, das ist irrelevant. Hätten wir jetzt vier Nahkämpfer, wäre es auch schön, einen mit Schwert, einen mit Axt, einen mit Streitkolben und so weiter zu haben. Nee, das schiebe ich noch auf mich rauf. Wir haben noch genug andere Sachen, wo Punkte reinsetzen können momentan. So, jetzt Alchemist und magische Kinkerlitzchen. Die hier? Ja. Nur die besten Zutaten. Wir hätten gerne leere Flaschen. Und ein Meteorfragment und den ganzen Krimskrams hier nicht. Rezept des Glücks. Ja, da brauchen wir, glaube ich, Großmeister. Wahrer Intellekt. Luftresistenz, Körperresistenz, wahres Geschick, wahre Stärke. Nee, das ist alles das ganz hohe, solltest du noch gar nicht können. Was wir aber machen können, wir können uns abgucken, was es so für Rezepte gibt. Zum Beispiel sieht man hier einen Trank der Steinhaut. Und wenn man genau hinsieht, sieht man, dass es gelb ist mit orange. Wenn wir also den Expertenrang in Alchemie haben, mischen wir einfach einen gelben Trank mit einem orangenen Trank und wir wissen, wir werden Steinhaut rausbekommen. Genauso, wenn wir einen roten mit einem grünen mischen, kriegen wir Segen. Verleiht Segen, wie der Zauber für 30 Minuten pro Stärke des Trankes. Muss man halt nur wissen, was die Zauber machen. Aber ja. Aufladen, Furcht verjagen, Furcht verjagen. Furcht verjagen könnte noch praktisch sein. Ich denke mal, gerade wenn wir in das Geisterhaus gehen, sollten wir sowas dabei haben. Also orange und rot. Und halt Experte in Alchemie. Was sie noch nicht ist. Das heißt, wir könnten wieder zwei, drei Folgen damit verbrauchen, Hallo, wie geht's euch? Den Experten für Alchemie zu finden. Wenn wir denn danach lustig wären, aber es kann warten. Verkaufen dich. Und dich und dich und dich und dich und dich. Dich, 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 dich. Ups, der war zu viel. Was hast du denn so Schönes? Ein Phynaxia, Helm der Meere. Plus 10 Wasserresistenz, plus 2 Alchemie. Das ist schön. Könnten wir uns sogar leisten. Reaktion plus 6, gar nichts. Alchemie plus 4 Stiefel. Trägersresistenz gegen Schlaf. Naja. Also ja, die Stiefel hätte ich gerne. Und den Helm. Hätten wir schon 6 Alchemie mehr. Bringt uns nicht so viel. Also es bringt uns nicht, dass wir bessere Tränke mischen können. Das hängt wirklich vom Experten, Meister und Großmeisterstatus ab. Aber dadurch wird jeder Trank, den wir jetzt mischen, einfach stärker. Nicht proportional stärker, weil wir halt Experte und Meister nicht sind, aber grundlegend stärker. Also pro Punkt in Alchemie müsste jetzt jeder Trank einen Punkt stärker werden. Also wir kriegen mehr Zauberkraft zurück, wir kriegen mehr Heilung zurück und so weiter. Lohnt sich also auf jeden Fall. Ich will jetzt nur kurz gucken, ob sie schon irgendwas derartiges trägt. Genau, sie hat nämlich schon einen Helm, der Alchemie macht. Er ist zwar nicht ganz so stark, aber die 4 Rüstungsklasse, dafür würde ich jetzt nicht 2000 ausgeben. Gut, also Helm kaufen wir nicht. Was mit den Schuhen? Schuhe hat sie nur stinknormale. Hallo, wie geht's euch? Kaufen. Schuhe. 8 Ausdauer. Nö, Gerugon kommt momentan ganz gut zurecht. Und einer anderen Klasse das zu geben, bringt nicht ganz so viel. Danke. Guck mal ganz kurz. Du hast 54 Trefferpunkte. Naja doch, 8 mehr macht schon ein bisschen was aus. Wie sieht es bei euch aus? 52, 59. Also eigentlich müsste sie was tragen. Ja, komm. Hallo? Ups, dich wollte nicht ansprechen. Hallo, wie geht's euch? Ich hätte gerne den Gürtel. Danke. Den bekommt sie. Die bekommt sie. So, jetzt müsste sie 60 haben, richtig? 4 Punkte mehr. Ja.
Also für jeden zweiten Ausdauerpunkt bekommt sie einen Lebenspunkt mehr. Gucken wir mal bei ihr. Sie hat 54. Also hat sie zwei mehr. Also bei ihr sind es jede vier Ausdauerpunkte, bekommt sie nur einen Lebenspunkt mehr. Das ist übel. Zum Vergleich mal bei ihm hier. Was hast du gerade am Gürtel? Geschick, okay. Du hast 118. Auch nur vier mehr. Also bei ihm bringt auch jeder zweite nur einen. Interessant. Oh ja, ist halt kein Krieger, ne? So, du siehst ihn an. Das heißt, wir haben jetzt 56, 54, 59. Das heißt, sie ist momentan die Schwächste. Und hat immer noch eine stinknormale Lederrüstung an. Das sollten wir bei Zeiten ändern. Also ja, es sind 5 Intellekt drauf. Das macht allerdings nur 3 Zauberpunkte aus. So, noch irgendwas. Trainingshalle könnten wir noch kurz gehen. Damit Lay ihr Level abbekommt. Und dann können wir wieder raus. Trainingshalle war nicht auf dem Hauptplatz. Hier war ein Tempel oder dergleichen. Der war irgendwo abseits. Bist du leer? Ja. Nur wo abseits? Das könnte bei diesem kleinen Höhleneingang gewesen sein. Geh weg. Hau ab. Weg da. Nee, hier war der Tempel. Warum könnt ihr keine Straßenschilder haben? Hier war es ganz schön wuselig und es waren sehr viele Privathäuser. Und ganz viele leere Fässer. Geh weg. Aha. Ohne Fleiß kein Preis. Gut gemacht. Ein Level Up für dich. 6 Fähigkeitspunkte. Geistesmagie könnten wir steigern. Schild kannst du auch auf Experte bringen. Die Verlängerung der Erholzeit entfällt. Oh, das sollten wir sogar. Also momentan, wenn sie ein Schild trägt, dauert es länger, bis sie wieder dran ist. Das gleicht halt ein bisschen den Rüstungsschutzbonus aus. Das heißt, das sollten wir auf Experte bringen. Genauso wie wir Leder oder halt Kette auf Experte bringen sollten. Damit bei Leder der Hohlmalus total entfällt oder bei Kette zur Hälfte entfällt. Also sollte ich mich da bald entscheiden zwischen den beiden. Aber gut, erstmal Schild. Und ja. Ich könnte bei ihr auch mal Experte oder sogar Meister werden in Streitkolben. Ich meine, dann hätten wir einen mehr, der ab und an mal Nahkampfschaden machen könnte. Gerade bei Gegnern, die gegen Magie immun sind, könnte das sogar hilfreich sein. Ich glaube, das mache ich mal. Warte mal, wie viel Angriffskraft hast du? Plus 4. Plus 19. Ist ein dezenter Unterschied. Aber er hat auch eine plus 8 Waffe und du hast... Ich weiß nicht, was das ist. Können wir das eine plus 3 Waffe. Also hat er hier eigentlich nur plus 14 im Gegensatz zu plus 4. Ja, okay. Aber er hat auch mehr hier drin. Nee, ich tue da jetzt Punkte rein. Das wird sich später nicht so schlecht bezahlt machen, denke ich. Und es sind halt nur bis Stufe 4 oder bis 7. Ja, das muss passen. Okay. Jetzt sind wir in der Zwergenstadt allerdings fertig, soweit ich weiß. Jedenfalls fürs Erste. Das heißt, wir können wieder raus. Machen wir mal kurz Licht an. Können raus und die Karte weiter auflegen. War hier im Brunnen eigentlich was? Nö. Da. So, einmal Waha. Genau, da unten höre ich ganz viel Geschieße. Blaue Gox. Kommen wir irgendwo leicht runter? Hier. So, ganz vorsichtig runterrutschen. Oh, oh, oh. Hätten auch Federfall zaubern können. Haben wir Federfall? Ja. Flop. Kriegen wir keinen Fallschaden.
Irgendwas hat wieder platsch gemacht. Wahrscheinlich ein Zauber. Au, das tut irgendwie weh. Au. So. Kisten. Kisten sind sehr schön. Aber erstmal hier außenrum aufräumen. Quatsch. Quatsch. Du bitte heilen. Sie. Wow, das sind ganz schön viele Gox. Na gut, hilft nichts. Oh, 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 das sind sehr viele Gox. Komm, 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 komm. Einmal durchbrechen. So. Das tut irgendwie weh. Da sind schon mal 5, 6 gestorben. Um die Ecke und verstecken. Heilen. Durchatmen. Feuerresistenz wäre jetzt praktisch, aber sie hat Feuermagie nur auf 1. Das bringt nicht so viel. So, nächster Durchlauf. Geschossen ausweichen und 1, 2 mitnehmen. Oh, Gold. So, die 2 hätten wir auch noch gerne. Ganz praktisch ist, dass sie anhalten, bevor sie zaubern. So können wir sie leichter treffen. Oh, sieht doch richtig machbar aus. Oh, Talana. Talana braucht definitiv eine bessere Rüstung. Weil sie kriegt auch am ehesten Schaden von allen anderen. So, alles mit, alles mit. Kisten öffnen wir erst später, wenn es hier sicher ist. Gold kommt mit. Und weiter aufräumen. Das tut irgendwie weh. Oh, so, heilen. Das tut irgendwie weh. Warum verkriecht ihr euch immer nach oben? Das tut irgendwie. So, oh. Heilung und kein Mana mehr. Schaffen wir das noch so? Lachhaft. Ja, ich glaube schon. So, komm, dich verprügeln wir. 27. Also ja, Nahkampf kann auch sehr mächtig sein. Also man könnte eine ganze Gruppe machen aus primär Nahkämpfern und Magie dann nur benutzen, um die Nahkämpferstecker... Kargolz. Um die Nahkämpferstecker zu machen. Aber das muss warten bis zu einem etwaigen zweiten Run. Obelisk. Gut, wurde bei uns die Notizen aufgeschrieben. Könnten Schrägstrich werden wir später brauchen. Tot. Ich hätte gerne einen Platz zum Schlafen. Ja, ich weiß, das klingt jetzt komisch. Aber wir machen uns mal ein wenig Platz und hoffen dann hier irgendwo dösen zu können. Damit sich die Zauberpunkte regenerieren. Das ist später übrigens auch noch sehr praktisch, wenn Zauberpunkte sich so regenerieren, ohne schlafen zu müssen. Äußerst praktisch. So. Wo steht da noch was? Hier hinten. Und genau dafür ist Zauberauge echt tierisch praktisch. Also unter anderem. Dass man einfach weiß, wo noch Gegner sind, die man umbringen muss, um in Ruhe rasten zu können. Ein blauer Gock. Also ein richtiger Gock. Das tut irgendwie weh. So, gelb noch. Ach, da ist noch einer um die Ecke. Scharf links rum, genau du. Du hinderst uns am Schlafen. Kaputt. Schlafen. Noch ein bisschen länger schlafen, bis es wieder hell wird. So. Und jetzt gucken wir uns doch mal die Kisten an. Also erstmal, haha. Und dann die Kisten. Also du bewahren dich. Du bewahren sie. Du bewahren sie. Okay. Können wir das wirklich brauchen? Eisstrahl ist ein Angriffszauber, also ja. Tja. Warum haben die jetzt alle keine Fallen mehr? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Stufe 16, ne? Ja.
Aber das ist echt ein bisschen auffällig, oder? Ich meine, kaum habe ich den Bewahrungszauber, sind die Fallen nicht mehr tödlich oder haben gar keine Fallen mehr. Na gut, nicht meckern, ist alles gut so. Es wird wahrscheinlich aber auch daran liegen, dass die Fallen nicht tödlich sind, dass wir inzwischen doch ein paar Level gemacht haben. Und selbst unsere Zauberer einigermaßen was aushalten. Die Gargoyles da hinten könnten ein Problem werden. Das sind nämlich doch ein paar. Aber oh, volle Magie, das muss passen. Oh, sind Geister auch noch dazwischen, oder? Nee. Okay. Schießen, schießen, zaubern. Ja, ja, das passt. Rückwärts. Im Notfall kann ich gleich nochmal einen Säurestrahl machen, wenn einer zu nah rankommt. Schießen, schießen. Hast du gerade hingeschossen? Da ist doch gar nichts. Hm. Doch, da oben ist einer. Nee, nee, nicht dahin gucken, den schießt er noch gegen die Wand. Also wenn ich jetzt die Quick-Taste zum Zaubern drücke, dann guckt er, was ist alles auf dem Bildschirm, wählt das nächstgelegene Ziel an und schießt da drauf. Das heißt, wenn ich da hingucke und der da am nächsten wäre, dann würden sie versuchen, darauf zu schießen. Aber der Berg ist im Weg, das wäre dann halt nicht so schön. Jetzt wäre es allerdings kein Problem mehr. So, kaputt. Ich gehe mal wieder in den Echtzeitmodus. Oh, da ist ein Golden dabei. Komm, 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 komm. Marmor-Gargoyle. Gleich kein Mana mehr. Ist gleich aber auch kaputt. Okay. So, jetzt ist der Bogen dran, ha? Oder Gerogon. Komm schon. 25 Schaden. Kaputt. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Bekämpfen bis auf den letzten Mana-Tropfen. Und wenn das dann alle ist, dann stürmt Gerogon vor mit seinem Streitkolben und strickt sie alle nieder. Mwahaha. Oder so ähnlich. Schlafen? Und ich denke mal, jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt zum Abspeichern. Und wir sehen uns dann gleich wieder.